Hey yo Leute, ich bin's wieder, euer Menzomania und begrüße euch zu einem neuen Let's Play von Assassin's Creed Odyssey. Auf dem Weg hierhin, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ich soll euch das langweilige Reiten nicht zeigen. Auf dem Weg hierhin ist mir noch ein Kopfgeldjäger begegnet und jetzt haben wir die Items auch noch. Und wir sind angekommen, mal schauen, was passiert. Wenn ich meditiere, ist Phidias vielleicht hier, wenn ich fertig bin. Ah, guck mal, jetzt können wir die Meditations Dings auch mal zeigen. Also M gedrückt halten. Und dann geht der Tag um. Interessant. Naja, nicht wirklich, aber es dient dem Zweck. Ein Glück, du hast es geschafft. Ich war schon in Sorge. Ja. Ich sagte doch, ich bring dich raus aus Athen. Das hast du. Kann man deinem Freund trauen? Teras und ich sind schon sehr lange befreundet. Ich gab ihm Bescheid, wo er uns treffen kann. Oh, das klingt nach Hinterhalt. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Serifos, solange es noch geht. Wir segeln nach Serifos, Serifos. Hoffentlich geht das schnell. Also der Ladebildschirm geht schon mal nicht schnell. An Deck, ihr müden Ratten! Bereit zum Aufbruch! Ich weiß gar nicht, wohin es geht. Ach, dahin. Irgendwo. Nach links. Ja, sie singen wieder. Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlasse. Auch ich verließ meine Heimat. Ja, mach mal Pause, weil ich wollte noch Kram lagern. Das macht Spaß. Bier Anton. Auf ihn! Entermannschaft zu mir! Entermannschaft zu mir! Jawohl, Captain! Yeah!
Ja, der Captain ist tot. Lang lebe der. Oh. Tod dem Captain. Er mit den Truhen. Hör mal auf, überall rumzuspringen hier. Oh ja, eine Graukeule. So, das nächste dann. Brenne ja auch, ey. Raus da. Okay, ich bin weg. Yay! Da freuen sich alle wie ein kleines Kind. Das hat der geil. Also die Wahl ist auch cool gemacht. Way! Und dann ist hier nur Schrott drin, oder? Oh, oh, ein Bogen. Rodatos, welche Insel ist das da vorne? Das, meine Gute, ist die berühmte Insel Samos. Der Ort, wo die Athener die Perser besiegt haben? In dieser Bucht. So, bisschen Schiff-Action, ne? Gott, haben die uns jetzt gerammt da? Wir sollten nicht vergleichen. Wir erleben einen weiteren Tag.
glaube, wir haben einen verloren. So, oh, was ist denn da hinten los? Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Haus. Oh, die greifen uns an. Gegner sind nah, bereit machen! Ein prachtvolles Schiff, aber sollen wir wirklich so nah ran? Wir versuchen die jetzt zu rammen. So, jetzt aber ja. Warte, ich habe keine Pfeile mehr. Moment, stopp, halt, Pause. Nicht dort. Pfeile. Ich komme! Puh, schnell heilen! Alter Schwede! Knapper Kampf! So, schnell looten, sonst geht das Ding nämlich unter. Und das hatte ich schon mal. In irgendeiner Folge bin ich festgepackt und dann gestorben. Und da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So, ihr könnt gleich wieder singen. Jetzt holen wir unsere Quest mal. Jetzt machen wir unsere Quest mal weiter. Gerade auf der Karte, ob wir hinten oder vorne rum. Ach du je.
Das ist ja total unerforschtes Gebiet da hinten. Zum Olivenholz. Das sieht wohl wertvoll aus. Gar nicht so schlecht. Fühlt sich dir der Magen auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Bald haben wir Serifos erreicht. Wo ist denn der Hafen? Der Hafen ist da hinten. Die Weicheier. Du bist still heute Abend, Barnabas. Verzeih. Vor Jahren in einer hellen Nacht wie dieser segelte ich mit meinem alten Freund Garros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so süß, dass wir vergaßen, wie man singt. Sag es nicht. Du hast die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren zu, um dem Gesang zu entgehen. Doch als ich Garros warnen wollte, war er fort. Ich sah ihn nie wieder. Tut mir leid. Wenn die See ruft, weißt du nie, wo sie dich hinführen wird. Vielleicht ist Garros jetzt König in einem fernen Land. Man weiß es nicht. Wir legen an. Schöne Geschichte. Oh. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah, ja. Ja. Die Heldin.
die du in deinem Brief erwähnt hast. Yeah, Flaschenpost und so. Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Okay. Kannst du damit etwas anfangen? Stimmt. Kann ich. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Ich glaube, es schweben noch mehr Athener in Gefahr. So, schön EP gibt das. Richtig schön EP, so eine Quest. Kultist des Kosmos. Die sind immer noch am Singen, die Spinner. Da unten. Dann schauen wir mal, wer das ist. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ denn? Der ist 3000 Meter da hinten hin. Ich mache jetzt hier einen Cut am Hübschen. Ja, ne? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Müppilein. Müppi. Ach so, ich dachte, man könnte auch einen Hund zähmen. Ups, armes Hündchen. So, wie gesagt, ich mache hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Abo-Button klicken nicht vergessen, dann seht ihr auch die nächste spannende Folge nicht mehr. Nächste spannende Folge. Ich bin Metzumania und verabschiede mich. Bis dann. Tschö.